Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. So, wir machen weiter mit der Questline. Und zwar hier mit dem Mönch, Geister im Nebel. Und Leute, entschuldigt mir, in der letzten Folge habt ihr so ein komisches Surren gehört. Bis ich rausgefunden habe, was das war in der Aufnahme, weil auf einmal war es dann wieder weg. Und ich habe es rausgefunden, Leute. Es war die PS5 und zwar hat sich da die CD im Laufwerk gedreht und da hier meine PS5 genau neben mir auf dem Tisch steht, hat anscheinend das Mikrofon da irgendwie so sensibel angeschlagen, dass es damit aufgenommen wird. Es waren bloß, ich glaube, jeweils ein paar Sekunden immer, aber bis ich das rausgefunden hatte. Ich habe jetzt mal die Sensibilität vom Mikro ein bisschen runtergestellt, ich kann es auch noch ein bisschen weiter runterstellen. Ich hoffe, dann ist es aber noch laut genug. Das müssen wir dann mal ein bisschen probieren. Und ja, ich hoffe mal, man hört das Bild rauschen nicht mehr so. Ich habe jetzt die PS5 hinter dem Monitor gestellt. Und ab und zu, ich weiß nicht, was er da macht, er tut irgendwie zwischenladen oder irgendwie ab und zu dreht sich halt die CD. Und ja, dann ist das Rauschen da. Das Laufwerk ist, muss ich sagen, ganz schön laut. Wir müssen jetzt mal gucken in den nächsten Folgen, ob man das noch recht hört oder nicht. Wenn nicht, dann muss ich die PS5 halt noch ein bisschen weiter wegstellen. Da wo jetzt die Xbox steht. Ich glaube, da wäre es vielleicht besser. Ja. So hört man die PlayStation 5 überhaupt nicht. Also im Spielbetrieb hört man sie gar nicht. Also ich höre absolut nichts davon. Das ist nur, wenn sich das CD-ROM-Laufwerk wegdreht. Da müssen wir mal schauen. Das müssen wir rausfinden. Ich hoffe, ihr könnt es mir ein bisschen nachsehen. Gut, Leute. Wenn euch die Folge jetzt gefällt, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Und genau, wir machen in der Geschichte weiter. Auf geht's, starten wir mal. Das Problem war vorher, ich habe es auch nicht gehört, weil ich die Kopfhörer auf habe. Es ist falsch, Gewalt mit Gewalt zu vergelten, Norio. Es ist richtig, mehr Leiden zu verhindern. Wenn ihr diese Banditen tötet, rächen sich andere. Okay. Fürst Sakai. Was ist los? Mongolen sammeln sich in der Nähe. Bereit zum Angriff. Wir sollten zur Burg Kaneda fliehen. Flieht und die Mongolen werden euch jagen. Keiner von euch wird die Mauern Kanedas erreichen. Aber unsere Hände bleiben sauber. Erzählt dem Dorf, was ihr fürs Plan, Tochi. Das will ich sehen. Norio, der achtgliedrige Pfad sollte euch wichtiger sein als die Meinung anderer. Erst lauft ihr Enjo nach, jetzt Fürst Sakai. Könnt ihr nicht selbstständig denken? Nehmt meines Bruders Namen nicht in den Mund. Genug. Norio und ich übernehmen das Kämpfen. Der Rest kann sich verstecken. Ich verstecke mich nicht. Ich töte nicht. Aber ich bin kein Feigling. So. Geist. Geister im Nebel. Ich sehe mich im Dorf um. Mal sehen, was wir schnell zur Verteidigung aufbauen können. Schaut alle um euch. Macht euch bereit zum Verstecken. Eines dieser Dächer sollte gehen. Okay, gehen wir da hoch. Hergehört. Ihr müsst euch alle hier versammeln. Bringt eure Familie. Schnell. Hier. Perfekt. Keine Mauern. Die Mongolen können von überall her angreifen. Ja, das ist ziemlich offenes Gebiet hier. Fliehen wir in den Sumpf, verirren sich die Leute, werden getrennt. Leichte Beute. Kommt alle her. Nicht weglaufen. Ein Tempel. Dort können sie sich verstecken. Räuchergefäße. Ein bisschen Schwarzpulver in den Weihrauch. So wird der Rauch schön dicht und reicht als Deckung. Norio okay. Und Hotchi bringen alle zum Tempel. Ich kümmere mich hier um die Mongolen. Dann geben sie mir die Schuld, nicht den Dörflern. Sprich mit Norio. Mein Herr, wir haben alle versammelt. Bringt sie zum Tempel. Ich lasse euch nicht allein kämpfen. Wenn die Mongolen zum Tempel kommen,
Wer beschützt diese Leute? Ich tue, was ihr sagt. Haltet die Naginata bereit. Ich schulde euch einen Krug Sake für Hochis Gesellschaft. Hergehört! Mongolen kommen hierher. Folgt mir zum Tempel. Auf die Mongolen wartet der Zorn eines Samurai. Bitte, herhören! Tut, was Norio sagt! Wir suchen Unterschlupf im Tempel! Bereite die Räuchergefäße vor. Schnell! Alle Mann zum Tempel! Na, warten wir die an, bis die Mongolen eintreffen. Okay. So, ist da noch eins? Ich brauche eine Stelle am Dorfrand zum Warten. Einen Ort zum Warten. Versteck mich im Kornspeicher. Sie sind hier. Ich muss die Räuchergefäße entzünden. Hoffentlich. Schon alles oder wie? Okay. Gib dich zum Tempel. Der war hier hinten, glaube ich.
Okay. Scheint ruhig zu sein, die PS5. Weiß, vielleicht ist ja auch, weil er noch ein bisschen Spielinhalte installiert hat. Ich weiß es nicht. Was ist passiert, Dorio? Ich habe gekämpft. Ein Mongole schlich sich von hinten an. Pochi warf sich zwischen mich und seine Waffe. Ihr beide seid tapferer als viele Samurai, die ich kenne. Ich besitze nichts von Wert. Ich wusste nicht, dass er hinter mir war, bis ich den Schrei hörte. Ehe ich mich umgedreht hatte, war er tot. Ihr tragt keine Schuld. Norio. Immer wenn sie den Deckel der Grube hoben, wurden wir geblendet. Diesmal stank einer von ihnen nach Sake. Ich fühlte Hände, die mich hochzogen, aber mein Bruder stürzte sich auf sie. Er war hungrig, verwundet, aber er kämpfte. Er kämpfte so sehr. Norio, ihr müsst das nicht. Doch, ich muss. Sie ließen ab von mir und nahmen Enjo. Sie holten meinen Bruder. Alle Männer, die nach Süden ritten vom Zedern-Tempel. Alle tot. Außer mir. Sie verdienen zu leben, aber ich verdiene den Tod. Ich dachte genau dasselbe nach Komoda. Viele Male. Ich weiß nicht, warum wir überlebten, Norio. Aber wir leben. Und diese Menschen zählen auf uns. Mehr haben sie nicht. Die Menschen von Akashima sind am Leben dank euch. Vergesst das nicht. Denn sie tun es auch nicht. Okay. Legendenerzähler. Okay, hier scheint jetzt erstmal abgeschlossen zu sein, oder? Hier wird die Hauptstory kriegen, wird man die Sakai-Clan-Rüstung kriegen. Wir müssen herausfinden, was im Zedern-Tempel vorgeht. Okay, schauen mal. Zedern-Tempel, ja.
gibt's hier irgendwas? Ist ja nix, oder? Dann gehe ich jetzt so ein bisschen aus dem Gebiet raus, da zeigt er mir normalerweise dann auch an, was ich machen muss. Tempel. Ach, hier oben, oder was? Nee, was anderes. Jins Reise. Ich habe keinen Plan. Können wir mal hier mal weiter. Mach einfach da mal weiter, egal. Das Flüchtlingslager. Sensei Ishikawa wollte mich hier treffen. Lager der Überlebenden. Okay, er ist nicht hier. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Ich suche einen Samurai, einen Schützen. Der Sensei war Richtung Küste unterwegs. Er meinte, ihr solltet zu ihm stoßen und mit ihm jagen. Ihr wüsstet, was gemeint ist. Suche östlich des Lagers nach Ishikawa. Los! Sensei Ishikawa hat Ärger. Oh, sieht auch nicht mehr so fresh aus, Ishikawa. Ihr seid verwundet. Das überlebe ich. Ihr hättet beim Lager auf mich warten sollen. Ich hatte eine Spur zu Tomoe. Ich durfte sie nicht verlieren. Waren das Ihre Schützen? Einer von ihnen rief meinen Namen. Es kommen noch mehr. Versorgt eure Wunde. Ich erledige das. Alter!
Ja. Gar nicht schlecht, Sakai. Hallo? Hochprofessionell, Mensch. Sie hatten euch umzingelt. Tomoe hat sie gut trainiert. Nicht deshalb konnten sie euch flankieren. Wenn ihr was zu sagen habt, dann sagt es. Ihr habt sie nicht bemerkt, weil ihr zu sehr auf Tomoe fokussiert wart. Selbst ich mache Fehler, Sakai. Nein, ihr nicht. Außer bei ihr. Wir sollten weiterziehen. Okay, schauen wir mal. Hier. Was wisst ihr über das Lager? Größtenteils Bogenschützen. Sie begleiten Tomoe auf Raubzügen in ganz Akashima. Sie hat ihr Vertrauen gewonnen. Sie ist ein nützliches Werkzeug zum Erobern. Zumindest vorerst. Tomoe hinterging euch, bevor sie zu den Mongolen stieß. Aber ihr habt mir nie erzählt, was genau passiert ist. Sie nutzte meine Lehren, um Attentätern zu helfen. Sie zahlten gut. Das erklärt nicht, warum sie euch angriff. Sakai, was macht ein Samurai mit einem Attentäter? Sakai! Ja, ist doch gut, Mensch. Ihr habt euch gerecht. Sie angegriffen. Ich habe Tomoe wie jeden gewöhnlichen Mörder bestraft. Sie war eure Schülerin. Ich mache keine Ausnahmen, Sakai. Zuerst Hironori Nagao, jetzt Tomoe. Enttäuscht ihr mich nicht als Nächster? Immer schön looten. Waren wir hier schon? Das sieht irgendwie komisch aus. Aber okay. Später vielleicht mal hinschauen. Was ist das dort vorne? Sie jagen zum Spaß Menschen. Nicht zum Spaß. Sie üben. Das ist grausam. Sich an Gewalt zu laben, schwächt den Krieger ebenso sehr wie Völlerei. Ihr habt gesagt, Tomoe wollte in eurem Dojo lernen. Was hat sie davor gemacht? Ihre Mutter stammte aus einer Händlerfamilie in Umugi. Ihren Vater kannte sie nicht. Warum fragt ihr? Niemand lernt das Töten über Nacht. Auch kein Wunderkind mit dem Bogen. Der Blutdurst wurde ihr in die Wiege gelegt. Wieder einmal Tomoes Werk. Ihre Schützen jagen die Menschen von Akashima wie Hunde. Tomoe und ihre Gefährten gieren zu sehr nach Gewalt. Ein Mörder meistert seine Waffe. Ein Samurai sich selbst. Ihr habt euer Leben dem Bogen gewidmet. Dem Bogen, das stimmt. Doch nicht dem Töten. Das ist doch Haarspalterei. Einst band ich einen verletzten Diener mit einer Bogensehne in den Sattel. Als ich kein Messer hatte, schnitt ich mit einem Pfeil Kopffleisch. Ihr sagt, ein Bogen ist mehr als eine Waffe. Und ein Samurai ist mehr als ein Mörder. Schnell, Kacke! Oh, das sieht so schön aus, das Spiel.
Wenn Tomoe nicht mit sich reden lässt, bleibt nur eins. Wir müssen sie töten. Ich war ihr Lehrer. Ich trage Mitschuld an ihren Taten. Ich beende das. Ihr tragt nur die Schuld, wenn ihr ihren Blutdurst geschürt habt. Ich wählte sie aus. Ich hätte die Finsternis in ihr sehen sollen. Habt ihr aber nicht. Das macht euch Angst. Es ärgert mich. Wir sind fast da. Wir machen es wie bei vor Nakayama. Das Lager beobachten, nach Schwächen suchen. Ein Plan schmieden. Ganz recht, Sakai. Zweimal schauen, einmal schießen. Von hier aus gehen wir zu Fuß. Okay, gehen wir zu Fuß. Ich höre sie. In diesem Lager werden Schützen ausgebildet. Der Bogenstil der Mongolen. Eine Mischform. Tomoe bildet sie aus. Um gegen Samurai zu kämpfen. Erteilen wir ihnen eine Lektion. Wir nehmen das Lager ein. Dann suchen wir sie. Sobald er angreift, finden meine Pfeile ihr Ziel. Kaneda nicht getäuscht. Ihr werdet besser. Tomoe ist nicht hier. Ganz sicher? Sehen wir uns um. Eine Warenliste. Japanische Bögen und Ziele. Lieferorte in ganz Toyotama. Sie baut noch mehr Ausbildungslager auf. Eins in Otsuna, eins in Kushi. Und ein weiteres. Okay, drei Stück. Eine Nachricht. Auf Japanisch. Was steht darin? Großkhan. Eroberer von Tsushima. Vor Jahresende werden eure Bogenschützen wissen, wie man Samurai tötet. Und ich bringe euch die Köpfe von Sensei Ishikawa und Jin Sakai. Tomoe war hier. Eine Bitch. Ich gab ihr alles. Und sie warf es weg. Sie ist eine Gefahr. Das kann nur auf eine Art enden. Ich weiß, was zu tun ist. Wissen und Tun sind nicht dasselbe. Ihr stellt in Frage, dass ich Samurai bin? Tomoe war mein größter Erfolg. Doch wenn ich muss, werde ich sie töten, um diese Insel zu retten. Das ist meine Pflicht. Diese Liste. Mit ihr können wir die anderen Lager finden. Und wir beenden Tomoes Verrat. Okay. Sakai! Ihr seid ein guter Krieger und könnt ein großer Anführer sein. Doch hinterfragt nie mehr meine Integrität. Eroberungsträume? Thank you.
Ah, geht jetzt weiter, okay. 6 von 9. 7 von 9. Okay. Machen wir doch hier gleich weiter, würde ich sagen. Dann machen wir einmal eine Schnellreise. Hier ist irgendwo ein Ausbildungslager von Tomoe. Tötet mich nicht! Was ist hier los? Nehmt euch, was ihr wollt! Mike? Ich bin kein Dieb. Ja, jeder weiß, dass ihr Karawanen angreift. Was? Der Geist und der Dämonen-Sensei. Sensei Ishikawa? Das ist eine Lüge. Ich hab euch selbst gehört. Uns gehört? Wann? Nicht lange her. Ihr seid die Straße hoch wie hungrige Wölfe. Der Geist und der Dämonen-Sensei. Warum wird Sensei Ishikawa und mir ein Überfall vorgeworfen? Ich muss nach Norden den Verantwortlichen finden. Mehr Vogel jetzt hin. Höchste Zeit, dass ihr kommt. Gern geschehen, Sensei. Okay. Ihr seid der Geist. Yo, Mann. Was ist hier passiert? Ein Überfall auf seine Karawane. Viele Angriffe derzeit. Die Leute sagen, ihr stehlt Vorräte. Oder kämpft für die Mongolen. Ruht euch aus. Ich bespreche das mit Fürst Sakai. Fürst Sakai. Tomoe steckt dahinter. Sie sät Paranoia und Furcht. Greift Karawanen an, beschuldigt uns. Ich erreichte seine Gruppe zu spät. Rettete ihn, aber nicht die anderen. Wo war der Überfall? Nicht weit. Wieso? Wir finden die Stelle und verfolgen die Spuren von Tomoes Gruppe. Das ergibt Sinn. Was ist? Nichts. Sie macht mich rastlos. Wir setzen dem ein Ende. Ruht euch aus. Esst, was ich euch gab. Und wartet ein wenig, bevor ihr aufbrecht. Danke, Sensei. Zeigt mir den Ort des Überfalls. Ganz kurz, Leute. So. Wie habt ihr mich gefunden? Jemand hörte, dass ein Konvoi verfolgt wird.
Wegen Tomoe werden die Straßen gemieden. Als ich hörte, dass ein Händler eine Lieferung wagt, bin ich ihm gefolgt. Warum greift Tomoe Lieferungen der Präfektur Kushi an? Das hat keinen strategischen Wert. Nein. Der Kushidera-Tempel inspiriert die Menschen. Vielleicht wollen die Mongolen die Moral hier brechen. Ihr klingt nicht überzeugt. Es ist einer der Gründe. Nicht alle. Tomoe hat alles verraten, was ich sie lehrte. Anschließend mich. Und danach ihr Land. Ich werde sie bis zum Horizont verfolgen. Und jetzt zieht euch! Da ist der Konvoi. Und noch mehr Opfer Tomoes. Wir schnetzeln. Sehen, was wir herausfinden. Schnetzeln. Es ist eine Warnung an die Einwohner Kushis. Von Tomoe. Von Fürst Sakai und Sensei Ishikawa. Niemand darf auf diesen Straßen reisen. Sonst droht der Tod. Plump, aber effektiv. Sie sind die Straße entlang. Und wir finden sie. Kehre zum Suchgebiet zurück. Er wird dann bestimmt die Spuren wieder folgen. Alle sind tot. Japanische und mongolische Pfeile? Natürlich. Tomoe und ihre Männer werden nie wieder jemanden in dieser Präfektur überfallen. Kommt. Schnell und dann rennt er langsam. Steigt hier ab. Schnell, keine Zeit zum Auskundschaften. Wer stürmt hier mit halboffenem Hakama los? Warum ist sie alleine hier? Ich schneide sie los. Hilfe! Alles wird wieder gut. Oh nein! Nein, bitte! Nein! Wir wollen helfen. Sie sagte... Tomoe, was sagte sie? Sie sagte, ich dürfe leben, bis der Samurai kommt. Nein! Dort oben! Alter. Jetzt spielen wir mal mein Spiel, Jungs. Tomoe hat uns eine Falle gestellt und wir sind hineingetappt. Ich sprach mit ihr vor 2 Tagen. Tomoe? Der Gefangenen. Sie erzählte von einer Japanerin, die bei den Mongolen war. Ich bat sie, ihr Lager ausfindig zu machen und mir zu berichten. Was habt ihr? Es hätte auch anders laufen können. Wir könnten jetzt vor Tomoes Leichnam stehen. Ihr erklärt, was einen Krieger ausmacht. Wie Tomoe das unterläuft. Doch ihr seid genau wie sie. Ihr erwartet, dass wir perfekt sind. Euer Onkel. Ich. Masako Adachi. Doch nur ein Kind erwartet Perfektion von Älteren. Vollendet den Gedanken, Sensei. Wir alle tragen Waffen.
Wir alle wählen zwischen Leben und Tod. Und ihr fühlt euch zu wohl mit dieser Macht. Würde ich das nicht, wäre ich tot. Ebenso wie ihr, Geist. Nicht jeder ist ein Samurai. Doch wir sind alle Mörder. Wir müssen uns noch um ein Lager in Otsuna kümmern. Okay, Leute. Gut, Lager in Otsuna. Ist das hier wahrscheinlich, oder? Genau. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht richtig Spaß, das Game, und ich hoffe, ich werde mir jetzt die Aufzeichnung dann auch gleich mal anschauen, ob wir wieder so komische Geräusche drin haben. Aber ich denke mal, das war vielleicht noch, dass er irgendwelche Updates noch installiert hat oder irgendwas von der CD noch gebraucht hat. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt nichts mehr war, dass er jetzt eigentlich leise ist. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Hab mich sehr gefreut, dass ihr reingeschaut habt. Bis dann, ciao, ciao, euer Andi.